Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. So, ich bin top motiviert und ich bin dafür, dass wir das Spiel komplett durchspielen, mit allem drum und dran. Das Schwierigste wird der Arcade-Modus. Ich weiß nicht, beim ersten Mal sind wir jetzt gescheitert, kläglich, ne? Ich versuch's jetzt nochmal. Jetzt weiß ich, wie man sich umdreht von Anfang an und so. Das hilft uns vielleicht schon mal. Und ich habe vor, dass wir es durchspielen. Und zur Not versuche ich irgendwie zu cheaten, damit wir irgendwie erreichen wir das Ende. Ich habe lange überlegt, ne? Ich habe mir gedacht, okay, das Spiel ist jetzt schon wirklich schlecht. Holy shit, ist das schlecht. Vielleicht will ich doch lieber was Schöneres spielen. Und vielleicht schauen wir uns das Ende auf YouTube an, gemeinsam in einem Stream oder so. Aber nein, ich spiele alle Resident Evil Spiele und fertig, ne? Punkt. Das machen wir. Ich spiele sie nicht nur an, ich spiele sie durch. Und auch das spielen wir durch. Koste es, was es wolle. Jetzt muss ich mal ganz kurz, das mache ich jetzt schnell live, weil vielleicht interessiert es euch auch, auf Metacritic gucken. Na, so Pressewertungen kann man natürlich immer so ein bisschen, das sollte man nicht zu ernst nehmen, bin ich der Meinung. Aber ich finde es trotzdem immer spannend, sich da mal so ein bisschen den Pressespiegel anzugucken. Und ich würde gern mal so die Resident Evil Spiele mir auf Metacritic anschauen. Metascore. Die höchste bis zum schlechtesten. Auf Platz 1 mit 96% Resident Evil 4. Auf Platz 2 mit 94% Code Veronica. Dann mit 93% Resident Evil 4 Remake. Dann der Original erste und so weiter und so weiter. Ne? Ich scroll mal ganz weit runter. Und noch weiter runter. Das sind auch ein paar Nicht-Resident-Evil-Spiele jetzt mit dabei, leider. Aber ich gehe mal ganz auf die letzten Seiten. Mich würde gerne mal interessieren, hat das einen Eintrag? Und wenn ja, ist es auf Metacritic das schlechteste Spiel? Das schlechteste Spiel der Reihe? Mir fallen mindestens zwei ein, die eventuell ähnlich schlecht oder vielleicht sogar schlechter abgeschnitten hätten können. Ne? Zu denen kommen wir noch. Auf die bin ich auch teilweise sehr gespannt oder habe überhaupt keinen Bock drauf. Aber gut. Mann ey, jetzt muss ich mal ein bisschen, das sind so viele Spiele in dieser Liste, das verwirrt gerade voll. Also so viele Nicht-Resident Evil Spiele. Okay, mein teuflischer Plan funktioniert glaube ich leider nicht so schön, wie ich dachte. Aber jetzt wartet mal kurz. Der Resident Evil Film mit 33,7. Okay, die Filme sind sogar alle noch schlechter. Ah, warte mal. Survivor, der erste Teil, hat eine Durchschnittswertung von 39. Das finde ich hart. Das finde ich hart. Aber auf der anderen Seite habe ich ja nachgeguckt und das Spiel ist 2000 rausgekommen. Zwei Jahre, nachdem Turok gezeigt hat, wie ein Konsolenshooter funktionieren kann. Ne, deswegen verstehe ich die. Aber es ist schon vernichtend schlecht. 39 für Resident Evil Survivor finde ich krass schlecht. Und das ist tatsächlich von den Videospielen her das schlechteste Resident Evil hier auf Metacritic. Es kann unmöglich sein, da gucke ich jetzt, es kann unmöglich sein, dass Survivor 2 besser bewertet wurde als Survivor 1. Ich glaube, für Survivor 2 gibt es keine Wertung auf Metacritic. Ja, genau das ist das. Okay, das macht Sinn. Nee, für Resident Evil Survivor 2 gibt es leider keine Metacritic-Wertung. Schade. Hätte mich interessiert. Aber hier jetzt, wenn ich so durchgucke auf Metacritic, ist tatsächlich Survivor das am schlechtest bewertete Spiel der gesamten Resident Evil-Reihe. Und ich würde sagen, auch wenn wir das auf Metacritic nicht finden, ist definitiv Survivor 2 nochmal schlechter. Aber was ist denn bitte mit warte, das muss ich jetzt schnell machen. Ich weiß, das ist ein weirder Anfang für ein Let's Play. Aber aber warte mal, hier habe ich Survivor 2. Aber tatsächlich, das hat keine Bewertungen auf Metacritic. Okay, okay, okay. Operation Raccoon City ist mit 60% oder sowas, habe ich vorher gesehen, noch relativ nett mit dabei. Aber was ist denn mit wie heißt es denn gleich nochmal? Come on, mir fällt es nicht ein. Resident Evil.
Ich verwechsel die vom Namen her immer. Nicht Operation Raccoon City, sondern das andere, dieser Multiplayer-Shooter. Ah, wie heißt er denn? Ach, come on. Resident Evil Umbrella. Da muss ich gucken. Wartet mal, genau. Umbrella Corporation. Umbrella Corps. Resident Evil Umbrella Corps. Weil das wäre noch so ein Kandidat, wo ich mir denke, okay, das könnte auch tatsächlich das schlechteste Resident Evil sein. Und das hat auf Metacritic eine Score von 38. Jetzt muss ich nochmal schnell nach Survivor suchen, weil ich es vergessen habe, was das hat. Survivor. Survivor, wo war es denn? Die Suchfunktion auf Metacritic ist manchmal auch für den Arsch. Also gerade wenn man so nach ein bisschen skurrileren Sachen sucht, ne, ist das immer ganz schwierig. Wenn ich nach Resident Evil Survivor suche, ja, dann kommt als relevantestes Resident Evil 4, Resident Evil 2, Village und so weiter, ne? Auch irgendwie voll dumm. Okay, wisst ihr was? Das ist total weird und so. Ups, ich randaliere ein bisschen. Das ist total seltsam, aber das Effektivste ist tatsächlich immer, wenn ich Resident Evil Survivor Metacritic auf Google eingebe, weil die Google-Suchfunktion funktioniert sehr viel besser und da haben wir es auch schon, als die Metacritic-Suchfunktion. Ah, okay. Umbrella Corps hat quasi in der Pressewertung nochmal 1% weniger. Survivor 39, Umbrella Corps 38. Survivor hat allerdings, ich hab gerade vorher Chilischoten geschnitten, ne? Und dann ist mir dieser Chili-Dampf in den Hals. Kennt ihr das, wenn man husten muss, wenn man die schneidet? Oder bin ich etwa allergisch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, das User-Rating von Survivor ist allerdings mit 6,2 wohlwollender und ich persönlich finde auch realistischer. Also das würde ich auch sagen. Das ist ein 6, irgendwas Spiel. Das ist ein 6er-Spiel. Das ist keine 7, aber auch keine 3, wie es der Pressespiegel sagt. Umbrella Corps hat dagegen 2,4. Also das ist schon auch sowohl von Presse als auch von den Fans vernichtend bewertet. Von den Fans sogar noch vernichtender. Ich habe Umbrella Corps nur mal relativ kurz gespielt und ich habe alles daran gehasst. Aber ja, ich bin der Meinung, Resident Evil Survivor 2 ist irgendwo zwischen Umbrella Corps und Survivor. Würde ich jetzt mal so einstufen. Jetzt gucke ich nochmal schnell in dem Wikipedia-Artikel von Survivor 2, was mich gerade interessiert. Da haben wir auch keine Pressewertungen. Hat das Spiel niemals irgendjemand bewertet? Anscheinend. Anscheinend wurde das nie irgendwo bewertet. Resident Evil Survivor 2 Test. Hier Maniac. Maniac hat einen Artikel dazu. Da gucke ich mal schnell rein. Na, die Seite ist aber auch langsam. Oder ist mein Internet so langsam? Das kann schon sein. Naja. Die Maniac gibt ihm 53. Das ist aber gnädig. Na gut, Leute. Genug der Vorworte, genug des Geplänkels. Ich will mich nur davor drücken, dass wir jetzt starten. Arcade-Modus, let's go. Resident Evil. Und jetzt spielen wir es durch. Let's go. So, seit, also keine Ahnung, es sagen so viele Videospielfiguren let's go, ne? Und das ist einfach Mario. 1, 2, 3, 4. Es gibt 5 Level. Und wir sind, glaube ich, im 3. gestorben letztes Mal. Oh, shit, ey. Na, so schwer wird der nicht sein. Ich habe mich auch beim ersten Mal sehr dumm angestellt. Jetzt weiß ich ein bisschen was, ne? Von der Steuerung her, meine ich. Wenn man nicht immer so sehr auf ihn aufpassen müsste. Er ist halt gerade bei Bossen schon ein guter Verbündeter, ne? Naja.
gucken wir mal. Let's go. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Ah. Da springt mir schon der Hund ins Gesicht. Wow, ich habe ihn diesmal echt abgewehrt, glaube ich. Komm, keine Zeit verlieren. Let's go. Yeah. Durch mit uns. Vor allem, weil dann Steve Lebensenergie konserviert, ne, wenn wir schnell durchrushen. Komm, die ballern wir weg, Steve. Let's go. Ich hoffe, ich kann ihm keinen Schaden machen. Der läuft mir so oft in die Schussbahn, ey. Wenn ich das jetzt liegen lasse, ist es dann später noch da, wenn ich zurückkomme für den Fall, dass ich es brauche? Vielleicht, ich lasse mal liegen. Okay, Steve, hauen wir schon wieder ab? Sind wir schon wieder weg? Nix wie weg hier. Biu, biu, biu. Schnell wie der Wind. Wie der arkadige Blitz. Oh, ich bin falsch abgebogen, Steve. Nein. Der Timer läuft aber nicht weiter, während die Türsequenzen sind, oder? Das wäre gemein. Ich muss mal gucken. Eine Minute sehen wir gleich. Wir müssen jetzt bei 59 sein, wenn wir da rauskommen. Oh nein, die Zeit läuft weiter. Mega gemein. Mega gemein. Die Zeit läuft während der Ladezeiten weiter, während der Türsequenzen. Das Spiel ist durch und durch böse. Das Spiel ist einfach durch und durch böse. Ohne Scheiß. Das läuft einfach weiter. Ja, Spinne, ist schon gut. Let's go. So, bam. Erstes Level haben wir schon mal geaced. Biau. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Rang B. Was? Ach, man kriegt einen Bonus, wenn man es nur mit der Handgun schafft, tatsächlich. Krass. Aber das ist mir die Ränge, wir müssen nur bis zum Ende kommen, Leute. Wir müssen nur bis zum Ende. Okay. Wir rammen uns hier durch. Bin ich jetzt eigentlich alleine? Ist jetzt eigentlich Dingsy nicht dabei, Steve? Ich dachte nämlich beim letzten Mal, dass der nicht dabei ist, weil der beim Spinnenboss gestorben ist. Aber jetzt bin ich scheinbar auch wieder alleine. Brauchen wir den Edelstein? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Aber ich weck mal nicht die schlafenden Hunde in den Kisten. Ah doch, da war er. Gut. Finde ich gut. Steve, warte, wir müssen da lang. Komm, let's go. Let's go. Keine Zeit zu verlieren. Nemesis kommt. Code Nemesis. Bäh. So, let's go. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin im Ohr. Das ist so gemein hier, der Raum, muss ich schon sagen, ne? Ja, das hat geklappt. Ich war mir nicht sicher. Kann ich die Ladezone betreten, während mich ein Zombie beißt? Die Antwort ist zum Glück ja. Oh
holen wir uns den Schlüssel, Steve. Ich glaube, da ist jetzt ein Bandersnatch drin, ne? Aber die sind, habe ich gelernt, echt ein bisschen lahmarschig. Vielleicht können wir einfach rein und den Schlüssel holen und den einfach ignorieren. Netterweise sind wir immerhin auf der Treppe unsterblich, aber Steve stirbt gleich. Okay. Hey, ich habe überhaupt keine Waffe aufgehoben, gar nichts. Wir gehen jetzt dann mit der Handgun zum Boss. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Oh, das war so gemein jetzt und so unnötig. So, jetzt gehen wir ohne Waffe und mit halber Lebensenergie zum Boss. What could possibly go wrong? Level 2 Biohazard. Okay, riesen Hunter. Auf geht's. Okay, immerhin. Steve ist down. Oh Gott, der ist so mies. Wo ist er? Nein, come on, ich hätte ihn echt fast geschafft, ey. Ohne Scheiß. Ah, das Extra-Leben hätten wir uns sparen können, jetzt schon mal das erste Continue, ne? Leider ist der Schluss nicht so gut gelaufen. Ich habe aus Glück im Grunde eine echt gute Strategie gefunden, wie man gegen den kämpfen kann. Einfach immer links rum umkreisen, aber dann ist er zweimal hintereinander aus der falschen Richtung gekommen und ich konnte ihn nicht umkreisen. Beziehungsweise habe ich ihn beim zweiten Angriff einfach nicht mehr gesehen und dann war ich tot. Schade um das Continue, unnötig. Und jetzt kommt wieder so ein viel zu langes, stressiges Level. Critical, was auch immer das bedeutet. Ich schätze, es ist gut. Wir waren critical good. Das ist im Dungeons & Dragons Regelwerk so die neue Einstufung. Kritisch gut und kritisch böse. Das sind nochmal extreme neue Positionen. Steve. I don't like this. Wie die Zombies hier in dem Flur aufstehen, ist so geil, weil man einfach sieht, dass die keine Animation dafür gemacht haben, dass Zombies aufstehen. Die fallen einfach rückwärts um. Ach, Steve stirbt schon wieder fast. Jetzt hör doch auf zu sterben, Steve. Ich brauch dich für die Bosse. Du bist ein absolut guter Kugelfang. Du bist wichtig. Du bist wichtig fürs Team. Du bist der Tank im Team. Wenn wir nur einen Healer hätten. Wo ist eigentlich Chris in dem Spiel? Oder Chill. Ich meine, keine Ahnung. Wenn Nemesis dabei ist, wieder, ist das auch schon wurscht. Könnte sie genauso gut Chris einbauen. Chill. Ach, könnte sie einmal, was sie wollen. Okay. That escalated quickly. Die Zombies mit roten Augen explodieren und ich weiß nicht genau warum. Haben die Sprengstoff im Körper, der aber nicht sichtbar ist? Oder haben sie Sprengsätze in den Augen? Sprengaugen. Jawohl, das nehmen wir mit. Diddlim, let's go. Ersten Schlüssel haben wir gleich. Das ist schon stressig, das Spiel. Ich finde es voll stressig. Ah!
Steve schreit schon wieder. Ich hoffe, er ist noch im Leben. So, zurück. Das ist halt wirklich, keine Ahnung, das ganze Spiel ist wie ein weirder Bonusmodus aus einem normalen Resident Evil. Irgendwie so, ne? So in Resident Evil 7 würde man so einen Modus irgendwie erwarten. Aber rein optional und erst wenn man es durchgespielt hat. So fühlt sich das an. Es gab doch in Resident Evil 7 diesen Semi-Pseudo-Roguelike-Modus, wo man dann irgendwie im Garten startet und durchs Haus muss und dann findet man in Kisten Loot in verschiedenen Qualitätsstufen und so weiter, ne? So ein bisschen fühlt sich das an. Das wäre nett als Bonus für ein richtiges Spiel. Hätte Code Veronica das noch so als zusätzlichen Bonusmodus dabei gehabt, tatsächlich erinnert es mich ziemlich stark an den Code Veronica Bonusmodus, jetzt wo ich drüber nachdenke, den man ja auch in der First Person spielen konnte. Und der war besser. Der Code Veronica Bonusmodus war besser als das Spiel. Steve, in einer Minute kommt der Mrs. Wir müssen jetzt ein bisschen uns beeilen, okay? Vor allem, weil die Türsequenzen einfach mitzählen. Es ist einfach super gemein. Bin ich eigentlich sofort komplett Game Over, wenn Nemesis kommt? Weiß man das? Oder habe ich wenigstens noch die Chance zu fliehen? Wir werden es jetzt, befürchte ich, vielleicht erfahren. Ich war irgendwie beim ersten Mal leider in dem Stage schneller. Ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt extra gründlich und ressourcensparend. Das habe ich jetzt davon. Okay. Ich glaube, allein die Türladesequenzen werden uns jetzt die Zeit kosten, die wir brauchen, um zum Ausgang zu kommen. Aber das habe ich schon beim letzten Mal nur auf die letzte Sekunde geschafft, ne? Ich erinnere mich. Oh Gott, sag mir nicht, dass wir jetzt dann Game Over sind. Nemesis has gotten loose. Bam, da ist er. Nemesis had entered the area. Evacuate ASAP. Okay, wir müssen so schnell wie möglich fliehen jetzt. Jetzt kommt Nemesis. Und Nemesis ist nicht für Spaß. Er hat schon, wenn er schon die Stars nicht kriegt, dann will er jetzt wenigstens die Familienmitglieder der Stars sich holen. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Nemesis ist ein Loser. So nämlich. Ha. Steve ist schon wieder down. Danke für nix, Steve. Ha. Continue hilft ja nix. Let's go. Oh, der ist so mies. Der ist wirklich krass. Und dann noch zwei Bender-Snatches dabei, oder? Ist schon, der ist ein krasser Boss, der hält so viel aus auch. Steve ist schon wieder down und ich auch gleich. Holy shit! Das ist so, glaube ich, der Boss, wo die Leute am Automaten dazu bewegt werden, doch bitte mehr Münzen einzuwerfen. Befürchte ich. Ja, aber der Bandersnatch hält auch unnormal viel aus. Jawohl, ich habe die Strategie jetzt rausgefunden für den. Falls wir es nochmal spielen müssen und ich befürchte, das müssen wir, bin ich bei dem, glaube ich, sehr viel schneller jetzt. Don't get carried away, we just started.
Stage 3. C. C steht für Kalifragilistik expialigetisch. Nur Subakalifragilistik ist noch besser. Ja, ich befürchte, es ist halt jetzt erst das vorletzte Level, ne? Und ich habe nur noch ein Continuum. Jetzt kommt die private Residenz. Uiuiuiui, guckt euch an, das ist ein weiter Weg. Und dann müssen wir noch zum Flughafen, befürchte ich. Naja. Nemesis, jetzt schon? Kugeln tun nix, let's go, Steve. Nemesis is coming. Los, nix wie los hier. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, wenn ich nah am Gegner rangehe, kriege ich als Belohnung teilweise Criticals und kann die One-Hit killen. Dafür opfere ich halt meine Gesundheit. Dammit. Letztes Continue. Ah, das ist so gemein. Das ist so gemein, Leute. Wir schaffen es nicht. Was ist denn jetzt? Come on. Es ist sogar noch viel gemeiner, als ich dachte. Habt ihr das gesehen? Und jetzt kann ich hier die Treppe leider nicht hochgehen. Oh, weil ich zu nah dran war. Weil die Ladezone ein bisschen weg von der Treppe ist. Das sind so die Dinger in dem Spiel, die mir so andeuten, dass das Spiel einfach hinten und vorne zusammengeschustert wurde. So last minute quasi, ne? Weil sowas würde man eigentlich, glaube ich, reparieren, wenn man irgendwie die Zeit hätte. Dass Ladezonen falsch gesetzt sind und so weiter. Das ist halt wirklich so, einfach so handwerklich möglichst schnell zusammengebastelt, das alles. So wirkt es definitiv auf mich ganz stark. Wo hänge ich denn? Shit. Boah, ist das mies! Game over. Und es gibt auch nicht für die Konsolenversion, die ich hier spiele, in den Easy-Modus oder so. Oh, ist das mies. Boah, ja gut. Leute, für heute machen wir Schluss. Da müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.